Beispiel manche sagen, Islam, Steinigung, boah, Kriege. Als würde nur das im Koran stehen. Nichts anderes. Als machst du Koran auf, stand nur so Frauen steinigen und dann Ende. Der Koran erfordert eben eine zeitgemäße Interpretation. Was du hier machst, ja, du zeigst den Leuten einen nicht zeitgemäßen Islam und sagst den Leuten, hey, wenn ihr euch nicht daran haltet, also an diesen nicht zeitgemäßen Islam, dann seid ihr keine richtigen Moslems. Obwohl das doch völliger Schwachsinn ist. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ar Rasulillah. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, oder ein Vorwurf, der immer wieder in den Raum geworfen wird, ist, dass der Islam nicht zeitgemäß sei, weil der Islam Körperstrafen vorsehe. Zunächst einmal, wenn jemand sagt, das ist nicht zeitgemäß, das heißt, das passt nicht in die heutige Zeit, dann sagt er damit gleichzeitig aus, dass es ja irgendwann mal in die Zeit gepasst hätte. Weil ansonsten würde er sagen, dass es allgemein etwas Schlechtes ist, beispielsweise einem Dieb oder einem Einbrecher, oder einem Räuber, ja, oder die Hand beispielsweise abzuhacken. Wenn er aber sagt, das ist nicht zeitgemäß, dann sagen wir zu ihm, okay, wenn es nicht zeitgemäß ist, dann war es mal zeitgemäß. Und was ist der Unterschied zwischen jemandem, der vor 1400 Jahren beispielsweise die Hand abgehackt bekommen hat, und jemandem, der heute die Hand abgehackt bekommt? Was ist der Unterschied? Physiologisch, psychologisch hat sich der Mensch nicht verändert. Was sich verändert, das ist der Fortschritt, den der Mensch gehabt hat. Das heißt, könnten wir eher sagen, heutzutage ist das Hand abtrennen, weil abhacken ist sowieso eigentlich falsch, ist das Abtrennen eher zeitgemäß, weil man heute vielleicht noch Methoden anwenden darf oder anwenden kann, die vielleicht weniger schmerzhaft sind. Ja. Vielleicht kann man ja heutzutage mit Narkose die Hand abhaken. Ich weiß es nicht, ich bin da jetzt nicht informiert, wie das in der Scharia genau ist. Jedenfalls. Das heißt, diese Aussage, das ist nicht zeitgemäß, die ist erstmal untreffend. Was jemand behaupten könnte, oder ein Vorwurf, den er machen könnte, ist, dass das allgemein nicht akzeptabel ist, Körperstrafen einzuführen. Und dann fragen wir ihn natürlich, warum. Weil es kann nicht einfach, und das ist das Problem heutzutage, es werden Vorwürfe in den Raum geworfen und die Muslime erblassen aus Ehrfurcht vor dem Käfir und aus Minderwertigkeitskomplexen und sie fangen dann an, ihre Religion langsam zunichte zu machen, sagen, nein, das war ja früher gewesen, aber heutzutage und hin und her, wie ich schon gesagt habe, früher ist völliger Quatsch. Ja, also es ist völlig sinnlos und hat absolut keinen Sinn und ist, geht an der Realität vorbei und ist, es ist völlig unlogisch zu sagen, es war früher passend, ist aber heute nicht mehr passend. Das ist erstmal total falsch, weil sich, wie gesagt, physiologisch und psychologisch der Mensch nicht weitgehend verändert hat. Ja. Jetzt zu dem Punkt. Wenn jemand sagt, das ist im Allgemeinen schlecht, dann fragen wir erstmal, warum ist das im Allgemeinen schlecht? Und hier hört es schon auf. Dann sagt er, weil es brutal ist. Weil es brutal ist. Okay, dann, das ist kein rationales Argument. Das ist ein emotionales Argument. Das ist dein Empfinden. Und natürlich ist das für uns auch erschreckend, eine Hand abgetrennt zu sehen. Das ist etwas Erschreckendes. Aber das ist kein Argument zu sagen, etwas ist falsch. Sondern es ist lediglich ein Indiz dafür oder zeigt lediglich, dass es dir persönlich oder ihm oder ihr nicht gefällt. Okay, es gefällt dir nicht. Aber es ist kein rationales Argument zu sagen, dass diese Bestrafung falsch sei. Denn was ist das Ziel davon? Zunächst einmal, die Bestrafung im Islam hat mehrere Ziele. Auf der einen Seite geht das Wohlergehen, und das sind Scharia-Prinzipien, das Wohlergehen der Bevölkerung geht dem Wohlergehen des Individuums voraus. Das heißt, wenn ein Mensch einen Schaden hat, aber dadurch größerer Schaden für die Gemeinschaft verhindert werden kann, dann wird der Schaden für das Individuum in Kauf genommen, um den größeren Schaden für die Gemeinschaft zu umgehen. Und was beispielsweise das Handabtrennen angeht, so sind dies Fälle, die in der islamischen Geschichte so gut wie fast sehr, sehr selten vorgekommen sind. Ich habe einmal gehört, dass wohl in den ersten 600 Jahren, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, 6-mal die Hand abgetrennt wurde. Ja. Aber was Fakt ist, ist, dass das eine Abschreckung ist. Und wann wird die Hand abgetrennt?
Dafür gibt es verschiedene Bedingungen. Das heißt nicht, jemand klaut aus Hunger beispielsweise, klaut er im Supermarkt eine Dose Cola, weil er am Verdursten ist. Dem wird die Hand nicht abgehangen. Nicht abgehakt. Aber wenn jemand beispielsweise ein Einbrecher ist, ja, weil er unbedingt reich werden will, er geht in Häuser rein, wo Familien sind, wo Familien schlafen, dann würde ihm im islamischen System die Hand abgehakt werden. Und wie gesagt, diese Sache hier, worüber ich hier rede, das ist kein Aufruf dazu, jemand die Hand abzuhacken, denn um diese Strafen zu vollziehen, müssen Bedingungen vorhanden sein. Und diese Bedingungen gibt es nicht hier in Deutschland. Ja, diese Bedingungen gibt es nicht. Beispielsweise eine andere Bedingung ist beispielsweise, wenn jemand aus Hunger klaut, beispielsweise. Der islamische Staat, die Bedingung, die er stellen soll, ist von vornherein, dass jeder genug zu essen bekommt. Dass die Armen gespeist werden. Das ist die Scharia. Die Scharia befiehlt, dass die Armen gespeist werden. Wenn jemand kurz vor dem Hungertod stirbt und der klaut einen Apfel, dann kriegt er nicht die Hand abgehackt, beispielsweise. Oder auch selbst, wenn er nicht kurz vor dem Hungertod stirbt. Das sind keine Dinge, wo die Hand abgehackt wird, als Beispiel. Aber das Ziel davon ist, wie gesagt, erstmal das Wohlergehen der Gesellschaft, damit die Menschen abgeschreckt werden. Dann wird natürlich der ein oder andere sagen, nein, weil eigentlich kann er dagegen nichts sagen. Dagegen kann er nur sagen, diese Abschreckungsmethode funktioniert nicht. Diese Abschreckungsmethode funktioniert angeblich nicht. Hat er dafür Beweise? Er hat dafür keine Beweise. Aber der logische Menschenverstand sagt uns ganz klar und deutlich, und die Erfahrung, die wir in verschiedenen Ländern machen, zeigt uns ganz klar und deutlich, dass es eine abschreckende Wirkung hat. Denk doch, guck mal in dein Herz. Wenn du wüsstest, und das sehen wir auch in Deutschland, ja, selbst in Deutschland, wenn wir wissen, für eine bestimmte Tat gibt es eine größere Strafe, hüten wir uns mehr davor, als wenn es dafür nur eine kleine Strafe gibt. Ja, das ist ein ganz, ganz logisches Konzept. Deswegen schreit doch die ganze Bundesrepublik nach härteren Strafen für bestimmte Vergehen. Nach härteren Strafen für bestimmte Vergehen. Aber im Islam ist die Rehabilitation des Straftäters nicht das Hauptziel, sondern das Ziel ist der Schutz der Gesellschaft, das Wohlergehen, das allgemeine Wohlergehen und auf der anderen Art und Weise, auf der anderen Seite auch das Reinigen der Sünden. Denn der Islam, das islamische System ist so aufgebaut, dass ein System ist, das auf das Jenseits abzielt. Es geht nicht um das diesseitige Vergnügen. Das ist nicht das Hauptziel. Wir sagen ja, wir sind glücklicher, das ist unsere Behauptung. Man kann gerne was anderes behaupten. Aber das eigentliche Ziel ist das Jenseits. Und durch diese Strafen wird der Mensch gereinigt von der Sünde. Zum Beispiel zur Zeit des Propheten wurde eine Frau gesteinigt. Wie wurde sie gesteinigt? Sie wurde gesteinigt und der Prophet a.s. hat danach bezeugt, dass ihre Sünden vergeben wurden. Warum wurde sie gesteinigt? Sie hat sich selber gestellt. Und der ganzen islamischen Geschichte ist kein Fall bekannt, wo jemand durch 4 Zeugen überführt wurde. Kein Fall. Man soll mir gerne zeigen, dass 4 Zeugen gesehen haben, wie das männliche Glied bei der Frau eindringt. Nicht, wo 4 Zeugen gesehen haben, dass beispielsweise ein Mann mit einer Frau im Bett liegt und die machen irgendwelche Bewegungen oder irgendwelche Geräusche. Das würde nicht gelten vor Gericht, sondern es gilt nur, wenn jemand sich stellt. Wie zum Beispiel in Somalia vor kurzem. Natürlich sind das Bilder, die uns erschrecken. Das ist etwas, was den Menschen erschreckt, womit symbolisiert wird, gezeigt wird, dass die Unzucht, dass der uneheliche Geschlechtsverkehr ein Verbrechen ist und kein Kavaliersdelikt. Und das ist nicht nur im Islam so, das ist im Christentum so. Laut Neuem Testament, da sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, ja, sagt er, es steht geschrieben, ihr sollt keinen Ehebruch begehen. Matthäus 5 müsste das sein, Vers 24, es steht geschrieben, ihr sollt keinen Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur mit begehrlichem Blick anschaut, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Also sollst du dein rechtes Auge rausreißen und vor deine Füße werfen. Denn es ist besser, dass ein Glied von dir vergeht, als dass du mit Haut und Haaren in die Hölle geschmissen wirst. Das heißt, Jesus macht dir ganz klar darauf aufmerksam, dass das ein ganz schlimmes Verbrechen ist. Aber der Maßstab in dieser Gesellschaft ist nicht das Christentum, ist nicht die Bibel, sondern ist das eigene Wohlbefinden, ist das eigene Empfinden. Und das eigene Empfinden kann irren. Denn wir sagen ganz klar in Deutsch, dass Gott besser weiß, was gut für den Menschen ist.
Ja, wie schon gesagt, diese Strafe, die reinigt einen dann von der Sünde. Und deswegen beispielsweise in Somalia, der Mann, der gesteinigt wurde, keiner hat danach gefragt, warum wurde der gesteinigt. Denn wo war die Frau? Die Frau war nirgendwo, sondern er hat sich selber gestellt. Und dann fragt auch keiner, wo ist denn die Frau? Weil dieses Gesetz ist prinzipiell kein Gesetz der Anwendung, sondern in erster Linie ein Gesetz der Abschreckung. Deswegen hat der Prophet a.s.w. auch die Frau dreimal weggeschickt. Dreimal hat er sie praktisch weggeschickt und sie kam wieder. Aber im Endeffekt haben wir nicht das Recht zu sagen, Gott, das, was du offenbart hast, ist verkehrt. In der Bibel, im Alten Testament, Deuteronomium 22, Steinigung, an vielen Stellen Steinigung, Todesstrafe, ist das, was Gott offenbart hat. Aber was haben die jüdischen Gelehrten daraus gemacht? Cocktail, wir wissen es besser als Gott. Wir wissen es besser als Gott, wir interpretieren das jetzt anders. Dort steht Steinigung. Er sagt, nee, wir sehen das anders. Wo ist die Gottesfurcht? Das ist genau das, was Allah im Koran sagt. اتخذوا أحبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله. Sie haben sich ihre Mönche und Rabbiner, sie haben sich ihre Rabbiner und Mönche zu Göttern neben Allah gemacht. Daraufhin sagte einer zum Propheten, hey, wir haben die nie angebetet, sie haben die nie angebetet, wir haben die nie angebetet. Er sagte, haben sie nicht das, was Allah halal gemacht hat, haram gemacht? Das, was Allah gesagt hat, was, das ist erlaubt, haben sie nicht gesagt, das ist verboten? Und das, was er verboten gemacht hat, das haben sie erlaubt? Da hat er gesagt, ja. Hat er gesagt, das ist ihr Gottesdienst. Genauso ist es heute. Christen, Mönche oder Geistliche sagen, etwas kann man heute rüg und die Leute akzeptieren das. Das ist das Gesetz, obwohl in der Bibel was anderes steht. Bei Rabbinern genau dasselbe. Ja, die Rabbiner sagen beispielsweise, nee, das verstehen wir heute anders. Das steht zwar rechts, aber wir verstehen links. Dann sagen sie, okay, das ist das Gesetz Gottes. Sie stellen also die Meinung darüber, über die Meinung der Menschen, über das, was Gott sagt. Und das ist eine Art von Schirk. Und hier muss man unterscheiden zwischen jemandem, der etwas akzeptiert oder der etwas annimmt, aber im Herzen annimmt, dass es falsch ist, und jemand, der das allgemein annimmt. Und so ist es heute bei Juden und Christen. Sie nehmen das allgemein als geboten hin. Ja, wie beispielsweise verschiedene Dinge. Und deswegen, wir sagen, es gibt die Körperstrafen. Erstmal für das Allgemeinwohl, um abzuschrecken zu wirken. Zweitens gibt es sie nur unter bestimmten Bedingungen. Drittens sind sie dazu da, um denjenigen, der die Strafe bekommt, von der Sünde, die er begangen hat, zu reinigen. Weil die islamische Gesellschaft eine Gesellschaft ist, die jenseits orientiert ist. Und deswegen ist die Gesetzgebung auch jenseits orientiert. Die Gesetzgebung ist nicht dazu da, in erster Linie um ihn zu rehabilitieren, sondern in erster Linie, um ihn von den Sünden zu befreien und um die Gesellschaft zu verbessern und zu verstärken. Jetzt wird jemand sagen, ja, aber wenn er die Hand abgehackt hat, ist er danach, kann er vielleicht nicht mehr arbeiten. Dinge wie diese werden immer in Betracht gezogen, aber auf der anderen Seite ist das noch abschreckender für ihn. Und der islamische Staat, und das ist ein Sozialsystem, was sich auch der Westen vom Islam abgeguckt hat, kommt für diese Leute auf, soll für diese Leute aufkommen. Aber natürlich gibt es vielleicht heute keinen islamischen Staat, der so optimal ist, wie er sein soll. Ja. Das muss man dann etwas genauer beobachten, betrachten. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht. Und ja, es gibt keinen islamischen Staat, der so ist, dass er so 100% ist, wie er sein soll. Das kann man einfach sagen. Ja. Es gibt Staaten, die zum großen Teil die Scharia anwenden, Alhamdulillah. Und möge Allah von diesen Staaten mehr machen, Alhamdulillah. Aber man muss auch verstehen, dass die Scharia etwas ist, was man als Ganzes betrachten muss. Und das ist nicht ein System, was den Menschen aufgezwungen wird, sondern man sieht zur Zeit des Propheten, die Menschen waren überzeugt von dem, was er gebracht hat. Deswegen unser Ziel ist auch, wenn wir mit Menschen reden, über das Kopftuch etc., im Rahmen, das heißt Dinge zu praktizieren, die im Rahmen des Grundgesetzes erlaubt sind, sie davon zu überzeugen und nicht das Ziel, jemanden zu zwingen. Weil der erzwungene Unglaube, ja, macht den Menschen nicht ungläubig. Das heißt, wenn man jemandem die Pistole an den Kopf hält und sagt, glaub nicht an den Islam, das wird ihn nicht ungläubig machen, solange er in seinem Herzen den Iman hat. Genauso wenig wird der erzwungene Glaube der Person nützen, wenn er in seinem Herzen Unglaube besitzt.
Deswegen möge Allah uns die Religion lernen lassen, uns verbessern. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.